ein erstes Fazit der Blitzer-Premiere auf der Theo. Raser achten wohl doch nicht so sehr auf das, was die Nachrichten verkünden. Ja, das schnackelt jetzt im Sekundentakt, oder? Ja, natürlich, habe ich schon gesehen. Finde ich voll korrekt. Ja. Auf jeden Fall. Also, weil ich finde, es ist einfach gefährlich. Weil am Wochenende ist so viel los, da laufen viele Leute auf der Straße. Und wenn die ganzen Leute hier ständig meinen, dass sie irgendwie schnell fahren müssen, gefährden die damit, finde ich, Leben. Die Leute sind auch teilweise blöd. Sehen Sie das? Da nochmal. Ist echt witzig. Doch erzählen wir die Geschichte von vorn. Einige Stunden früher ist auf der Theodor-Heuss-Straße in Stuttgart die Welt noch in Ordnung. Noch blitzt der niegelnagelneue Apparat nur bei mehr als 50 Kilometer. Erst um 22 Uhr wird auf Tempo 30 umgestellt. Das sind viele, wo da immer wieder meinen, sie müssten sich zeigen, da wie der Mopedfahrer vorhin auch da. Gell. Was haben gleich? Gehört? Ja, hat man gehört, ja. Das ist schon der Sinn der Sache, dass man es hört und sieht. Der Blitzer ist übrigens genau da. Wissen Sie, die wissen das genau, wo die stehen, die Dinger da. Das ist, aber wenn einer in Stuttgart ist. Arg langsam. Ab 22 Uhr? Ist schon arg langsam, ja. 30. 30, da geht ja schon fast der Motor aus. Also 50 reicht eigentlich, würde ewig reichen. Wir sind im öffentlichen Straßenraum halt. Da fährt man maximal 50. Und wenn dann nachts mehr als 50 gefahren wird, dann muss man mal durchgreifen. Das ist noch viel zu billig. Wie würden Sie sich denn wünschen? Ab 500 Euro aufwärts halt. Es ist doch nur ein Schaufahren. Es ist doch, hat doch mit nichts anderem mehr zu tun. Dieser Mann kommt aus Amerika und wohnt seit Jahren hier im Viertel. Haben Sie das schon mitgekriegt, dass es jetzt eine Blitzanlage gibt? Ja, ist sehr gut. 50 Meter hinter Ihnen. Ich finde, das ist gut. Warum? Zum Beispiel, in diesem Gebäude da sind 52 Apartments. Da? 52 Apartments. Da, direkt da oben drüber. Gegenüber der Zentralpolizei. Okay. Und hier, der Lärm ist jede Wochenende bis 5 morgen. So. Und warum sind Sie nicht schon längst umgezogen? Ich mache diesen Platz. Warum muss ich umgezogen? Ich war hier vor 15 Jahren, vor der Party Mile existiert. Dann treffen wir zwei Autoliebhaber. Die haben das Posen auf der Theo immer schon gemocht. Ja, aber es ist doch so, wenn ich an den Flughafen hochziehe, weiß ich doch ganz genau, dass da Flugzeuge landen. Und wenn ich an Sonnerstraße wohne, dann weiß ich doch ganz genau, dass es hier lauter wird wie normal. Die haben da den tollen Klang. Wenn da jetzt ein toller Achtzylinder hochfährt und da richtig schön hochrührt, dann ist das ein Genuss. Für Sie? Ja, deshalb bauen wir Autos und wir arbeiten beim Daimler. Ja? Und da hat man solche Autos. Und wer die Poser-Autos fährt, wollen wir auch noch wissen. Sind Sie traurig, dass man jetzt hier nicht mehr rasen darf? Nee, wir sind ja auch keine Rase. Gar nicht. Aber Sie fahren auch einen schicken Wagen. Ja, wir tun ja nicht rasen. Langsam wird es Abend auf der Theo, der Partymeile in Stuttgart. Und dann ist der da, der große Moment. Punkt 22 Uhr. Es wird wirklich ruhig auf der Straße an den Bars und Restaurants der Stadt. Wir harren aus, doch plötzlich halten sich scheinbar alle ganz brav an Tempo 30. Da soll doch einer sagen, unsere Jungs und Mädels könnten sich nicht benehmen. Nur rund 500 Meter die Straße hinunter am zweiten Blitzer ist dann doch die Hölle los. Aber dazugelernt haben die Autotuner auch schon. Also hier auf der ganz rechten Spur. Gestern bin ich 120, 130 durchgefahren, passiert nichts. Ja. Ich kann es noch mal zeigen, kein Problem. Gar nicht. Die rechte Spur blitzt gar nicht, nur die mittleren. Aber wenn man kurz vor dem Blitz die Spur wechselt, blitzt der auch nicht. Die Stadt hat also wohl ihr Ziel fast erreicht, wenn im Detail auch noch ein klein wenig nachgebessert werden muss.